Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Göster und Gäste. Und ich freue mich sehr darüber, heute Markus Rach begrüßen zu können. Markus Rach, Leiter der Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein des Bundesverbands Windenergie. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Und herzlich willkommen auch an euch, die hier uns bei Zoom zugucken oder die uns bei Facebook Live zugucken. Wir werden das wie immer machen. Ihr habt die Möglichkeit, Kommentare und Fragen einzuspielen über diese beiden Wege im Chat beziehungsweise in den Kommentaren. Und wir werden im Laufe unseres gemeinsamen Gesprächs dann darauf zurückkommen, darauf eingehen. Und das werden meine Mitarbeiterinnen dann quasi einspielen. Ja, ich bin jetzt gerade am Ende einer zweiten Sitzungswoche hier in Berlin und Thema war gestern gerade die Frage des Erneuerbaren Energiengesetzes. Insofern passt es, dass wir heute Abend hier über die Frage von Energiewende, Windkraft und auch Klimagerechtigkeit in der Corona-Krise sprechen. Und insofern, Markus, ist es sehr passend dann, dass du gleich nach gestern dann heute hier zum Gespräch da bist. Ich finde es immer bei meinen Gästen ganz nett, so zum persönlichen Einstieg, zum Kennenlernen quasi für unsere Zuschauerinnen, wenn sie ein, zwei Worte zu sich selbst und vielleicht zu der Organisation, zum Verband sagen, wenn du das machen magst. Klar, also hallo von meiner Seite auch. Ja, mein Name ist Markus Rach. Ich bin seit, ich glaube, jetzt 4 Jahren Leiter der Landesgeschäftsstelle des BWEs in Schleswig-Holstein. Ja, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe seit letztem Jahr Sommer einen Sohn. Und genau, zum BWE kann ich sagen, wir sind halt der größte Branchenverband der erneuerbaren Energien in Deutschland. In Schleswig-Holstein alleine haben wir ca. 5.000 Mitglieder, deutschlandweit 20.000 Mitglieder, bestehend aus vielen Betreibergesellschaften, also auch vielen Bürgerwindparks, gerade in Schleswig-Holstein. Deswegen auch diese große Zahl an Mitgliedern, weil wir halt die Interessensvertretung übernehmen, unsere Bürgerwindparks, aber auch anderer Gesellschaften natürlich, die bei uns organisiert sind. Jo, kurz und knackig. Im letzten Jahr konnte ich ja auch dankenswerterweise eine kleine Windtour machen mit meinem Mitarbeiter Florian Kauter und da auch einen Windpark besichtigen, auch in das Dorf Sprakebüll besichtigen, auch mit der größten Dichte an Elektroautos in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat nochmal einen sehr praktischen Einblick ja für mich auch gegeben. Nun hört man allenthalben, die Windkraft ist in der Krise. Ich habe jetzt die Studien gelesen, 40.000 Arbeitsplätze in den letzten Jahren verloren. Ich glaube, ein Teil davon auch in Schleswig-Holstein. Wie steht es gerade um die Windkraft? Ja, es ist ein wirklich langanhaltender, schwieriger, eine schwierige Phase, eine langanhaltend schwierige Phase. Wir warten eigentlich immer wieder auf das Signal, dass es wieder losgeht. Wir hätten uns nicht träumen lassen, also auch ich nicht, als ich den Job hier angefangen habe, dass wir in 4 Jahren immer noch ein Moratorium haben, wie es jetzt ja nun mal ist. Und wir jetzt ja eigentlich im 5. Jahr sind und wahrscheinlich auch bis Ende des Jahres noch weiterhin das Moratorium haben. Und in dieser Zeit ging es tatsächlich lange Zeit erstmal nur immer weiter bergab, wo man dachte, okay, jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht, es kann nicht weiter schlimmer werden. Es kam am Ende dann doch immer noch was obendrauf, also was dazu geführt hat, dass halt die Lage sich nicht entspannt hat und dass es wieder losgeht, sondern dass wir halt weiter in der Situation feststecken, wie es ist. Das war am Anfang auch so nicht absehbar mit dem Moratorium. Das Moratorium war natürlich ein Hindernis am Anfang, dass man gesagt hat, okay, es gibt erstmal einen Ausbaustopp, aber es wurde ja von Anfang an auch klar kommuniziert, auch von juristischer Seite, vom Gericht her, es muss Ausnahmegenehmigungen geben. Also es geht hier nicht um einen generellen Stopp, sondern auch während eines Moratoriums muss, wenn die gewisse Auflagen erfüllt sind, ein weiterer Fortbestand von Genehmigung und Bau von Windenergieanlagen im privilegierten Außenbereich möglich sein. Und das in den ersten Jahren, das war noch in der alten Landesregierung, gab es tatsächlich auch weiterhin halbwegs vernünftige Genehmigungszahlen, dass das Ziel des Ausbaus der Erneuerbaren weiterhin im Blick blieb. Und erst seit 2017, letztendlich seit der letzten Wahl auf Landtagsebene, kam dann wirklich auch auf Schleswig-Holstein der Einbruch bezogen aufs Moratorium, weil halt zu diesem Zeitpunkt, wo ja eigentlich schon ein erster Entwurf in der Beteiligung gewesen ist und der erste Schritt gemacht wurde hin zu einem neuen Regionalplan und zu einer neuen Planungssicherheit, dann halt aus politischen Gründen letztendlich durch das Wahlergebnis forciert, ganz viele
längst ausgehandelte, auch zwischen Branche und Naturschutzverbänden und allen Akteuren ausgehandelte Kompromisse in Sachen Abstände zum Beispiel aufgebrochen wurden. Und das hatte zur Folge, dass der Prozess der Plangebung nochmal sehr verlängert wurde. Es hat alles sehr viel Zeit gekostet und während dieser Zeit wurden plötzlich keine Ausnahmegenehmigungen bzw. nur noch sehr wenige Ausnahmegenehmigungen erteilt. Und so haben wir tatsächlich faktisch einen Stillstand im Ausbau der, der Windenergie in Schleswig-Holstein erlebt. Und der hält an bis heute. Also im ersten Quartal 2020 wurde ein Windrad gebaut in Schleswig-Holstein. Wow, das ist tierisch wenig, das ist schlimm. Ja, also Netz, vielleicht das noch zur Ergänzung, laut SH Netz gab es letztes Jahr einen stärkeren Rückbau als Zubau. Es wurden halt mehr Anlagen abgemeldet von der Megawattzahl, als installiert wurden ins Netz der SH Netz. Und das zeigt einfach, also wir haben eine Vollbremsung hingelegt, wir starten jetzt quasi, jetzt machen wir einen Kaltstart, wenn es dann jetzt irgendwann wieder losgeht. Und in der Zwischenzeit ist halt, wie gesagt, sind halt Jahre vergangen, in denen ein Zubau hätte stattfinden müssen, um die landeseigenen klimapolitischen Ziele zu erreichen. Das ist ja das Paradoxe so ein bisschen, dass ja auch die Jamaika-Regierung sich ja durchaus zu den gleichen Zielen verpflichtet hat wie die Vorgängerregierung. Die Ziele sind die gleichen geblieben. Es sollte bloß auf einem anderen Wege passieren und der Weg ist aber faktisch bisher gewesen, dass eben nichts passiert und keine Genehmigungen gekommen sind und wir einen Stillstand hingelegt haben. Was könnte man denn jetzt tun, um das zu beschleunigen? Also Verbände, Umweltverbände, Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich glaube, ihr habt das auch gefordert. Greenpeace hat das gefordert und andere schon lange, um die Akzeptanz zu steigern, nicht immer größere Windkraftabstände zu machen, sondern vielmehr eine direkte Beteiligung auch zu machen. Also du weißt ja, wir sind ja ein ganz großer Fan von Bürgerinnenenergie, Genossenschaften und anderen Projekten, wo wirklich Menschen direkt beteiligt sind. Und wo das nicht möglich ist, haben wir uns ja auch der Forderung angeschlossen, dass man dann wirklich die Kommunen an den Erträgen beteiligt. Und jetzt waren ja alle ein bisschen erleichtert, dass nach 2 Jahren dann auch bei Herrn Altmaier ein bisschen der Groschen gefallen zu sein scheint. Kann so eine Art der Beteiligung, kann das ein Weg sein, um die Akzeptanz auch zu stärken in den Regionen? Ja, ich glaube, generell ist es ein naheliegender Schritt, den wir als Branche auch seit Jahren gefordert haben, weil es natürlich, wir leben hier in Schleswig-Holstein natürlich ein bisschen im Land der Glückseligen, der heilen Welt, wo es halt diese vielen Bürgerwindparks gibt und ein ganz anderes Selbstverständnis herrscht, auch in der Bevölkerung im Umgang mit den Windparks vor Ort, weil sie halt meistens wirklich in lokaler Hand sind oder auch die Betreibergesellschaften dann vor Ort sind. Und das ist nun mal bundesweit nicht der Fall. Es gibt halt viele Projekte, wo es an die quasi anonym sind, wo keine Verbindung hergestellt wird zwischen den Anlagen und den Gemeinden und den Menschen vor Ort. Und wenn es halt nicht über Beteiligung geht im Sinne von, die Menschen vor Ort sind die Akteure und die Investoren in dem Sinne, denen die Anlagen gehören, dann ist so ein Weg über die Beteiligung der kommunalen Beteiligung sicherlich ein absolut naheliegender und den haben wir ja auch gefordert. Wir haben zwar in einer anderen Form gefordert. Wir haben gesagt, 1-2% des Umsatzes sollen an die Kommunen gehen. Jetzt geht es halt mit den 0,2 Cent. Über die Details kann man sich entscheiden. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das ein guter Weg, einen Weg aufzuzeigen, dass die Kommunen beteiligt werden und dass in der Kommune das Gefühl erzeugt wird, dass diese Anlagen, die vor der Haustür stehen, zu ihnen gehören, dass es ihre Anlagen sind und sie davon profitieren. Und ich glaube schon, dass es auch unter Gerechtigkeitsaspekten ganz viel ausmacht. Ob das generell ein Allheilmittel ist für die Akzeptanz, wage ich auch aber trotzdem ein Stück weit zu bezweifeln. Ich glaube, es ist ein wichtiger, guter Schritt, aber das entlastet letztendlich die Akteure nicht davon, auch weitere Aspekte mit im Auge zu behalten. Es geht einfach ganz viel auch um Kommunikation und informeller Teilhabe. Also fühlen sich die Menschen vor Ort überrumpelt und merken erst, dass eine Windanlage gebaut wird, wenn sie gebaut wird? Oder gibt es frühzeitige Kommunikation? Gibt es frühzeitige Konsultationen und auch die Möglichkeit für die Bürger zu sagen, Mensch, kann man den Park nicht vielleicht etwas anders gestalten, irgendwie, dass er in irgendeiner Form weniger störend empfunden wird. Und das ist sicherlich ein genauso wichtiger Aspekt. Das denke ich auch. Also was ich ein bisschen beobachtet habe, im Kreis Dithmarschen stoße ich doch relativ eher auf größere Skepsis, was die Windkraft angeht. Im Kreis Nordfriesland nicht so. Da überwiegt eher die Begeisterung, jedenfalls da, wo wir unterwegs waren. Ja. Und eine Frage, die wir uns da gestellt haben und eine These wäre, dass man im Kreis Dithmarschen sehr,
sehr viel zum einen im Wildwuchs in gewisser Weise hat, also sehr schnell geplant und dann auch sehr viele private Projektiere hat, während man im Kreis Nordfriesland sozusagen Home of Bürgerenergie hat. Das heißt, die direkte Beteiligung schon seit 1990, 1991 wirklich. Also da ist ja wirklich Pionierarbeit für die Energiewende geleistet worden. Und unsere zentrale These ist, dass man da den Unterschied eigentlich ganz gut greifbar hat. Wenn du Menschen mitnimmst und einbindest, dann kannst du sie begeistern für das Projekt. Auch wenn sie sehen, was es für die Gemeinde auch bringt und für die Bürgerin, dass dann zum Beispiel Radweg finanziert werden kann, dass E-Auto quasi im Carsharing realisiert werden kann oder dass ein Schwimmunterricht für Kinder finanziert werden kann oder was auch immer. Dann sehen die Leute, ey, das gehört zu uns, das macht etwas mit uns. Korrekt. Also ich würde ja erst noch mal eine Lanze brechen, auch für die vielen Bürgerwindparks in Dithmarschen. Also es gibt auch in Dithmarschen durchaus Vorzeigeprojekte, die genauso strukturiert sind wie die Projekte in Nordfriesland oder auch in anderen Landesteilen. Aber grundsätzlich ist die Beobachtung schon richtig, dass es einen größeren Anteil gibt als in Nordfriesland, wo halt keine Bürgerwindparks sind, sondern halt Investorenparks gestellt wurden. Aber das Thema Wildfuchs, wie gesagt, das ist ja auch ein Thema der Vergangenheit im Grunde, weil es ja jetzt diese Regionalplanung gibt und der hat ja auch Flächen ein bisschen einige Anlagen halt abgebaut werden müssen, wo keine neuen Flächen erstellt werden und diese dann umzu eine zentrierende Wirkung entfaltet wird. Herr Altmaier hält ja noch immer daran fest, dass er sagt, aber ich will eigentlich größere Windkraftabstände. Ich will diese 1000-Meter-Regelung. Und das treibt auch der gute Herr Köppen von der CDU immer wieder durch die Gegend, der ja auch gute Kontakte in Richtung von Gegenwind und anderen Organisationen, die sich pauschal gegen jede Windkraft zur Wehr setzen, pflegt. Und wenn ich das richtig sehe, wird man insgesamt in der Bundesrepublik beim Ausbau ein massives Problem bekommen, wenn wir es wirklich so machen würden, wenn wir überall 1000 Meter Windkraftabstände machen oder wenn man noch auf so schicke Ideen wie in Bayern kommt mit der 10H-Regelung, also zehnfache Höhe der Anlage, dann wäre quasi der Ausbau der Windkraft tot, weil ja auch vorgesehen war im Ursprungsentwurf, dass auch zu Siedlungen, die gebaut werden könnten, Abstände einzuhalten sind. Nein, das ist völlig klar, dass diese Abstandsdiskussion keine Akzeptanzdiskussion ist. Es ist seit Jahren wissenschaftlich bewiesen und auch immer wieder erneuert worden, dass es keine Korrelation gibt zwischen der Höhe der Abstände und der Akzeptanz von Projekten vor Ort. Die Korrelation ist einfach statistisch und empirisch nicht nachweisbar. Es kommt auf ganz andere Sachen an, die haben wir ja schon besprochen. Und diese ganze Diskussion, wir brauchen hier höhere Abstände, die hatten wir ja auch im Land. Wir hatten ja auch im Landtagswahlkampf Parteien, die jetzt in der Regierung sind, die gesagt haben, wir können die Akzeptanz der Windenergie im Land nur erhalten, wenn wir höhere Abstände haben. Und das ist schlicht einfach falsch. Das kann nicht gelingen. Und es wird wirklich diesen Effekt haben. Und auf der anderen Seite wird es vor allem aber den Effekt haben, dass der Ausbau der Windenergie überhaupt gar nicht mehr möglich sein wird in dem Maße, wie es ja von denselben Parteien gefordert wird, wenn man auf die Ziele guckt, zu denen sich diese Parteien verpflichtet haben. Also die Energiewende und die Ziele der Bundesrepublik, Sachen erneuerbare Einspeisung oder Energieerzeugung, sind nicht beim Ansatz zu erreichen, wenn wir hier mit pauschalen bundesweiten Abständen rumhantieren, die völlig ins Leere laufen, die den Zweck nicht erfüllen der Akzeptanz und die halt unmöglich machen, dass auf der anderen Seite die Deutschland seinen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz. Und deswegen ist diese Situation nur noch zu toppen an Absurdität, wenn halt an welcher Stelle damit zusammengeworfen wird, dass das nur kommen da, dass der Ausbau der Solarenergie nur aufgehoben wird, wenn diese 1000 Meter durchgesetzt werden. Ja. Also spätestens dann sieht man einfach schon, dass es einfach dann auszubremsen. Und das ist ich verstehe ich auch nach wie vor nicht. Ich verstehe es letztendlich auch wahlpolitisch nicht, weil
die gleichen Parteien machen halt Werbung für die Erneuerbaren und sagen, wir, Deutschland ist Energiewendeland und wir sind ein Vorzeigeland. Und an gleicher Stelle wird dann alles dafür getan, dass es halt beim Ausbau weder bei Wind noch bei Solar vorangeht. Aber es sollen Atomkraftwerke abgeschaltet werden und Kohlekraftwerke. Und ich weiß nicht, wie lange die Bundesregierung es schafft, diesen Weg weiterzuschreiten, ohne wirklich einsehen zu müssen, also spätestens wenn die Atomkraftwerke nicht mehr stehen, dass wir eine massive Stromlücke bzw. Ökostromlücke haben, weil die Zukunft der Energieversorgung ist erneuerbar. Da gibt es keinen Weg mehr zurück. Die Industrie ist auf unserer Seite, die ganzen Industrieverbände auch fordern von der Bundesregierung ein stärkeres Engagement und eine klare Zielfestsetzung. Wir brauchen einen festen Ausbaupfad. Die Industrie hat in ihren Schubladen schon längst die komplette Umstellung der Produktion durch erneuerbare Energien und ist darauf angewiesen, dass die Bundesregierung die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, dass diese Energie verfügbar ist. Und die Bundesregierung tut einfach nichts. Und das ist schwer nachvollziehbar, weil man halt auch nicht weiß, zu wessen Gunsten diese Politik so verfahren wird. Weil es ist die Industrie, die ja auf unserer Seite ist. Es ist selbst die Umweltverbände, die auf unserer Seite sind. Bei allen Leuten klar ist, was hier passieren muss die nächsten Jahrzehnte, wenn Deutschland zukunftsfähig und konkurrenzfähig sein will, auch auf dem internationalen Markt. Die Antwort ist immer erneuerbar. Und dass es trotzdem nicht gelingt, der Bundesregierung auch kommunikativ in die Offensive zu gehen und zu sagen, okay, alle Kritiker und alle Zweifler, wir erklären euch jetzt mal nochmal, worum es hier geht und warum wir das hier machen. Einfach nur anzuerkennen oder nur zu gucken, okay, es gibt Zweifler da draußen, die nicht verstehen, warum wir das zu machen, dann zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt eine Politik für die Leute, die es nicht verstehen, statt es ihnen zu erklären. Weil man kann es erklären. Die Antworten liegen ja massig zur Hand. Es gibt die Scientists for Future Bewegung, es gibt Studien, liegt alles da. Es braucht nur eine Politik, die selbstbewusst mit dem Thema umgeht und auch gerade die Zweifler und Kritiker versucht zu überzeugen, statt zu sagen, okay, ja, voraus einen Gehorsam und aus der Sorge, dass man sich vielleicht nicht überzeugt kriegt, machen wir jetzt eine Politik des Zauderns und der Vergangenheit letztendlich und festhalten an fossilen Energien. In der Fragestunde am Mittwoch hat Angela Merkel auch wieder nur gesprochen dann von den Lasten des Klimaschutzes und dass man diese Lasten in Europa neu verteilen muss und auf breitere Schultern legen muss, die Lasten und so. Und mit den Chancen, wie eine Gesellschaft auch besser umstrukturiert werden kann, was für mich eine ganz entscheidende Frage ist, eine Volkswirtschaft, die auch nicht basiert auf der Ausbeutung der Ressourcen in anderen Staaten. Wenn wir jetzt den scheiß LNG mit Fracking machen, dann verlagern wir die Umweltprobleme einfach aus Deutschland in andere Staaten. Und die Energiewende wird eine Chance bieten, tatsächlich auch eine sauberere Energie mit weniger Ausbeutung von Ressourcen dann auch zu machen. Und das finde ich das irre. Ja. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Frage der Arbeitsplätze und da eine etwas kritische Frage, die ich mir gestellt habe in diesen letzten Jahren. Und zwar hast du es so, dass du bei der Kohleindustrie mit der IGBCE einen starken Partner hast, die massiv Druck machen können, jetzt gerade im Strukturwandel. Also dass tatsächlich höhere Milliardenbeträge rausgekommen sind, als wir sie überhaupt für den Strukturwandel als Linke gefordert haben. Und wenn wir als Linke was fordern, sagen die Leute immer, oh, ganz schön viel, aber illusorisch und so. Und da waren wir selbst überrascht, es ist noch mehr rausgekommen, als wir gefordert haben. Das passiert eher selten. Und es ist richtig und notwendig. Du brauchst den Strukturwandel in den Regionen. Aber was ich mich gefragt habe, ist, ob nicht eine Differenz darin besteht, und das siehst du in vielen Bereichen, im gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Brauchen wir nur Stahlarbeitsplätze und Plätze im Friseurgeschäft vergleichen beispielsweise? Oder eben, und das war meine Idee, Kohleindustrie mit einem relativ hohen Organisationsgrad und Windkraft mit einem sehr niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad, wo ich eigentlich sagen würde, ihr müsstet eigentlich auch ein Interesse am hohen Organisationsgrad da haben, weil das so eine Gewerkschaft bringt ja auch Power dann auf die Beine, wenn so eine Krisensituation da ist. Ich kann es, also noch ganz kurz zu Ende, ich glaube, ich kann es verstehen, aus der Geschichte der Entstehung der Energiewende, Bürgerinnenenergie, und dass, wenn das man Teil dessen ist, man
sozusagen nicht so schnell in so eine Organisierungsform reinkommt. Aber wäre das nicht auch einer der Schlüsse, wo man vielleicht zumindest auf lange Frist ansetzen könnte? Naja, ich muss sagen, also wir arbeiten tatsächlich relativ häufig kommunikativ und auch politisch zum Beispiel mit dem DGB Nord zusammen. Also wir haben schon diverse gemeinsame Stellungnahmen gemacht, auch Richtung Landespolitik so gesehen. Also die Gewerkschaften sind da durchaus Partner von uns und so gesehen gibt es ja einen Organisationsgrad, also gerade bei den herstellenden Industrie, also den Herstellern, aber auch für die Wartungsbetriebe. Also auch in der ganzen Sendung-Diskussion waren die Gewerkschaften ja durchaus sehr präsent und haben da halt auch in die gleiche Kerbe geschlagen wie wir. Generell müssen wir natürlich aber sagen, dass wir in Sachen Organisationsgrad, wenn man jetzt auf die Verbände guckt, also in die Branchenverbände, ohne uns selber kleinreden zu wollen, aber wenn man dann sich anguckt, mit welchen Mitteln die fossile Energiewelt antritt, mit welchen Budgets die antritt, da ist ein kleiner BWE einfach nach wie vor leider nicht auf Augenhöhe. Und das muss man einfach auch anerkennen, dass diese über Jahrzehnten gewachsenen Strukturen bis rein in die Politik, in die Ministerien und mit einem Budget, mit einem Marketingbudget, mit einem Werbebudget, Studienbudget, da sind wir in einer anderen Liga. Und natürlich wachsen wir, wir wollen weiter wachsen und wir appellieren daran, dass alle Betreiber möglichst Mitglied bei uns werden, aber das ist letztendlich unser struktureller Nachteil, dass wir halt nicht vier Unternehmen haben, die sich den Markt unter sich aufteilen in der Erzeugung, sondern wir haben zigtausende Erzeugungsanlagen mit tausenden von Unternehmen. Und jedes einzelne Unternehmen muss sich überlegen, möchte ich jetzt an einen erneuerbaren Verband eintreten oder nicht. Das ist der strukturelle Nachteil, dass wir hier einfach nur mal keine Großunternehmen, Großindustrien sind, die halt Milliardenumsätze haben, sondern viele kleine dezentrale Akteure haben, die wirklich teilweise Kleinstunternehmen sind und so ein Bürgerwindpark, da sind halt ein paar hundert Leute zwar drin, aber das ist ja kein Industrieunternehmen und kein Unternehmen mit einer jahrzehntelangen Erfahrung, wie man politische Arbeit macht oder wie man halt sich organisiert. Und deswegen ist es halt viel Überzeugungskraft und wir haben, das ist ja wiederum der Vorteil, die Leute, die wir im Verband haben, das sind die Überzeugungstäter, die mit voller Kraft hinter uns stehen und sagen, okay, das ist ein Investment, was allen zugutekommt, wenn man in die Zukunft schauen möchte, ob es in Erneuerbaren weitergeht. Aber es ist halt jedes Mal ein Kampf, dass jeder einzelne Akteur überzeugt werden muss. Und dieses Problem in Anführungsstrichen haben einfach die großen Konventionellen nicht. Ich habe in meiner Rede am Donnerstag gesagt, dieses Umschwenken von Altmaier bei der Frage der Beteiligung der Kommunen, das ist nicht irgendwie die Weitsicht von Altmaier gewesen, sondern es sind die Verbände, Klimabewegung und so. Mhm. Und insofern kann man sagen, dass, glaube ich, dass jetzt Fridays for Future da ist, dass wir Ende Gelände und Hambacher Forst 2018 gehabt haben. Ich glaube, dass das ein Stück weit das kompensiert. Und ich glaube, so schlecht dieses Klimaschutzgesetz ist, was die Bundesregierung gemacht hat, und so unzureichend Kohleausstieg 2038 ist, da sind wir uns total einig. Aber ich glaube, das wäre überhaupt in dieser Art und Weise nicht mal möglich gewesen, wenn es diesen Druck nicht gegeben hätte. Und ich glaube, deswegen, das ist so wichtig. Ja, absolut richtig. Also das kann ich nur unterschreiben. Weil da wird dann letztendlich wieder die paradoxe Situation vor Augen geführt, dass man auch in Schleswig-Holstein seit vor 2 Jahren, als die Friday for Future dann auch so richtig losgegangen, wie die Dürren hatten in Australien, aber weltweit, da sagten, okay, alle Menschen, alle Gesellschaft merkt gerade, hier passiert gerade was und auf einmal betrifft es mich. Ich sehe, dass die Felder braun sind. Ich sehe, dass die Straßengräben in der Stadt oder überall wird es braun und es ist eine unglaubliche Dürre. Wir haben eine Ostsee, die 27 Grad warm wird im Sommer. Wir haben also eine Mittelmeer-Ostsee. Da denkst du, hier stimmt irgendwie was nicht. Das gesellschaftliche Bewusstsein, dass irgendwas getan werden muss in Sachen Klimaschutz, war vorhanden. Und trotzdem hat es die Politik, ich sage jetzt mal ganz allgemein die Politik, es nicht geschafft, dieses Window of Opportunity, also diese Bewegung zu kanalisieren, zu sagen, so, dann ist jetzt einfach der nächste Schritt gekommen, wo wir jetzt mal ganz konkret die nächsten Schritte planen in Sachen Klimaschutz und Ausbau der erneuerbaren Energien. Weil jetzt ist es ja wirklich für jeden sichtbar, was hier gerade passiert. Da hat es uns natürlich gefreut, in Anführungszeichen, dass es halt diese breiten Konsens gibt eigentlich in der Gesellschaft, des Problembewusstseins. Aber was am Ende dabei rausgekommen ist,
ist trotzdem nicht genug. Also ich hoffe halt und appelliere halt darauf, dass alle Leute, die seit ein, zwei, vor ein, zwei Jahren auf die Straße gegangen sind und sich dafür angesetzt haben, auch weiterhin, sobald es wieder vernünftig möglich ist, nach der Corona-Krise, nicht vergessen, dass wir halt auch eine ganz andere Krise am Laufen haben, für die es keinen Impfstoff geben wird. Und dass wir da jetzt einfach Investitionen in die Wege leiten müssen, die wirklich eine Transformation der gesamten Energieerzeugung des Industriestandorts Deutschlands anführen müssen. Und da hoffe ich einfach, dass da die, ja, die Ausdauer stark ist und auch dann solche Themen wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden und wir die nächsten Sachen abarbeiten können, die anstehen. Also ich meine, da kann man ja vielleicht ein bisschen Mut schöpfen aus der Umfrage, die es jetzt, ich glaube, letzte Woche gerade gegeben hat, die besagt hat, dass für die Mehrheit der Bevölkerung dass das Thema Klimaschutz genauso wichtig ist wie die Bekämpfung der Corona-Krise, was mich sehr gefreut hat, weil unsere Position immer ist, wir müssen die Corona-Krise und die Klimakrise bewältigen und das gegeneinander auszuspielen, wie es jetzt aus Teilen leider auch der Union kommt, Wirtschaftsrat der Union, und jetzt die Unionsfraktion hat jetzt auch so ein Papier vorgelegt, oder auch aus der Autoindustrie, wo das ja wirklich gegeneinander gestellt wird, das ist eben der falsche Weg, sondern wir sehen gerade, was möglich wäre, und wir müssen das auch nutzen, um eben besser aufgestellt aus der Krise rauszukommen. Ja, genau. Ich meine, das ist das ganze Thema rund um die Krise auch, der Corona-Krise, ist natürlich, wie geht es danach weiter? Wir haben jetzt einen unglaublichen wirtschaftlichen Abschwung erlebt. Natürlich muss auch gesamtwirtschaftlich geguckt werden, okay, wo können wir jetzt in den nächsten Jahren schnell sinnvolle Investitionen tätigen, um die ganze Maschinerie, auch sei es Maschinenbau, aber auch generell, wieder zum Laufen zu kriegen. Und da sind natürlich auch da sind die Erneuerbaren, gerade auch in Schleswig-Holstein, die Antwort. Also wir hatten jetzt ja am Anfang des Jahres eine Studie in Auftrag gegeben oder veröffentlicht, die wir die EW haben machen lassen, zur Wertschöpfung der Windkraft, der Windenergiebranche in Schleswig-Holstein. Und wir haben 2018, die Zahlen kommen von 2018, eine gute Wertschöpfung von 1,3 Milliarden gehabt. Und da sagt man, okay, das klingt schon mal gut, das ist doch schon eine echte Hausnummer und zeigt, wie stark wir sind. Aber an dieser Zahl ist etwas besorgniserregend, denn von diesen 1,3 Milliarden kommen 93% aus dem Betrieb der Anlagen, die jetzt stehen, und nur 7% aus den Investitionen. Sprich, diese Wertschöpfung, die wir haben, die ist endlich, die ist irgendwann natürlich vorbei, weil die Anlagen irgendwann ein Alter erreichen, wo sie nicht mehr weiter betrieben werden können. Und deswegen müssen wir jetzt schnell dafür sorgen, dass halt ein Anschlussinvestitionen stattfinden, nicht nur um diese 1,3 Milliarden Wertschöpfung zu halten im Betrieb, sondern auch zusätzliche zu generieren, was natürlich einerseits Investitionswertschöpfung sind, aber halt auch um langfristig die Betriebswertschöpfung am Laufen zu halten. Und genauso ist es mit den Arbeitsplätzen. Es sind 11.900 Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein 2018 gewesen. Auch davon sind 76% im Bestand. Also einfach durch die Betriebsführung, in der Wartung und so weiter. Und nur 25% durch die Investitionen. Und wir haben die Situation, dass wir in Schleswig-Holstein durch das Moratorium einen riesigen Berg von Genehmigungsanträgen haben, der darauf wartet, genehmigt zu werden. Und zwar auf Flächen, die ausnahmefähig sind. Wir haben auch während des Moratoriums, gibt es ja rechtliche Vorgaben, in welchen Fällen eine Ausnahme vom Moratorium möglich ist. Und das ist auf allen Flächen möglich, die schon ein Beteiligungsverfahren durchlaufen haben und bestätigt wurden. Das sind mit dem aktuellen Plangebungsentwurf, sind das 96% der Flächen. Sprich, auf 96% der Flächen ist das Moratorium gar nicht mehr der Hinderungsgrund. Und auf diesen 96% der Flächen liegen 280 Anlagen im Dezember 2019, 280 Genehmigungsanträge vor, die darauf warten, abgerufen zu werden. Das ist ein Investitionsvolumen von alleine mindestens 1,1 Milliarden Euro, die wir in Schleswig-Holstein haben können, sobald die Genehmigung kommt. Und darauf warten wir und darauf hoffen wir, dass jetzt halt auch die Landesregierung erkennt, okay, wir müssen die erstmal im ersten Schritt der Corona-Krisenbewältigung ist doch das abzugreifen, was schnell möglich ist umzusetzen, wo man halt keine großen neuen Konzepte braucht, sondern wir haben hier ein Investitionsvolumen, was darauf wartet, abgehoben zu werden, was eine Investition in Zukunft ist, was eine Wertschöpfung bringt von mindestens 20 Jahren, und zwar in Flächen und Gegenden, wo es sonst nicht allzu viel Wertschöpfung gibt. Warum geht es denn, Nordfriesland und Dithmarschen halbwegs gut vom Haushalt her? Weil dort die ganzen Erzeugungsanlagen sind, und zwar in Bürgerhand, zu 100% oftmals. Und das ist einfach Wertschöpfung, lokale, dezentrale Wertschöpfung, die so viel wert ist in so einer Situation. Sie ist dezentral, sie macht es unabhängig
abhängig von den von Importen. 60 Milliarden nach wie vor werden importiert nach Deutschland an fossilen Rohstoffen. Das ist Irrsinn, wenn man bedenkt, was wir alles leisten wollen mit erneuerbaren Energien und vor allem, was alles möglich wäre, in kürzester Zeit freizuschalten. Ja, das denke ich auch. Ja, also meine große Befürchtung ist, dass, und das hat Herr Altmaier im Wirtschaftsausschuss auch schon gesagt, er hat gesagt, Herr Beutin, ich stelle mir das so vor, dass wir im Prinzip das Energieregime, was wir jetzt haben, das heißt mit 80% Energieimporten bei der Gesamtenergie, bei der Primärenergie, dass wir das eins zu eins umstellen auf die Erneuerbaren und dass wir 80% Erneuerbare importieren, insbesondere, hat er dann genannt, durch Wasserstoffimporte. Und da kann ich einfach sagen, nee, das ist nicht das Bild, was wir aufmachen. Ich weiß nicht, du weißt es, glaube ich, wir haben ja diesen Aktionsplan Klimagerechtigkeit auch von der Bundestagsfraktion gemacht. Und da sagen wir, man muss sorgsam mit den Ressourcen umgehen, die wir haben. Und gerade Wasserstoff ist sehr energieintensiv. Das heißt, du kannst es nicht überall in jedes Auto reinkloppen, sondern musst damit sorgsam umgehen. Du musst halt erstmal gucken, wo muss es dringend eingesetzt werden. Beispielsweise hast du vorhin auch genannt, Industriebereich. Da ist es sinnvoll, dass man auch mit Überkapazitäten, mit Elektrolyse und anderem wirklich mit grünem Wasserstoff das macht. Aber nicht mit beispielsweise braunem Wasserstoff. Japan setzt ja jetzt auf Wasserstoffimporte aus Australien, die aus dieser riesigen, gigantischen Braunkohlemine, die da erschlossen wird, produziert werden. Da wird aus Braunkohle, was sowieso energetisch richtig übel ist, wird dann nochmal Wasserstoff hergestellt und dann über die Strecke dann nach Japan importiert. Und das ist eben genau das Modell, wo wir sagen, das wollen wir nicht, weil es letztlich quasi sowas wie Neokolonialismus irgendwie fortschreibt, sondern wir sagen, Effizienz muss das Wichtige sein. Es kann sein, dass wir Importe haben, aber dann soll es bitteschön zumindest grüner Wasserstoff sein und man muss damit sorgsam umgehen. Ja, bevor man halt anfängt, irgendwie sich Strategien zurechtzulegen, wie man Wasserstoff importieren kann oder weiterhin Sachen importieren kann, muss meiner Sicht der Wirtschaftsminister doch erstmal gucken, was können wir eigentlich hier in Deutschland machen vor Ort, um selber zu 100% erneuerbar zu sein. Und wenn wir dann irgendwann zu einem Punkt angekommen sind, wo 100% erneuerbar im Stromsektor ist, und auch im Wärmesektor und im Verkehrssektor. Und wir dann merken, okay, wir kommen ja einfach von der Erzeugungskapazität nicht klar. Natürlich spricht da nichts dagegen, auch nach wie vor grüne Produkte zu importieren. Aber das ist ja nicht, das kann ja nicht das Hauptziel einer Wirtschaftsstrategie sein, für dieses Szenario vorzuarbeiten, sondern man muss auch jetzt erstmal gucken, dass wir da hinkommen. Und auch jetzt haben wir nur trotz sinkender Nachfrage einen Stromanteil von, wenn es mal an guten Tagen mal 50% erneuerbaren Strom haben im Stromnetz, sind 50% fossil. Und die müssen erstmal raus, bevor wir sagen, wir kaufen Wasserstoff von außen ein oder wir nutzen jetzt, produzieren Wasserstoff mit Anlagen, obwohl wir im Stromsektor noch 50% fossiler haben, weil natürlich ist es am Ende auch eine Effizienzfrage. Es gibt viele tolle, also ich bin absoluter großer Fan der Wasserstofftechnologie, wenn es darum geht, ihn zu nutzen, um abgeregten Strom besser zu nutzen. Und es gibt tolle Konzepte auch in Schleswig-Holstein, die aus der Wasserstofferzeugung nebenbei auch noch eine Nahwärmekonzepte hat. Also durch die Elektrolyse entsteht Wärme und man kann ganze Quartiere dann durch Fernwärme und Nahwärme mitversorgen. Das ist alles großartig, aber die erste Amtshandlung nach wie vor ist doch bitte den Blick darauf zu haben, dass wir im Stromsektor schnellstmöglich zu 100% erneuerbar werden. Und dann kann es nicht darum jetzt zu gucken, wie kann man vorher schon Strom aus diesem Sektor rausziehen, um dann woanders ihn unter gewissen Effizienzverlusten umzuwandeln, sondern erstmal müssen wir doch gucken, dass wir hier weiterkommen. Und wie gesagt, es gibt viele Sachen, Weiterbetrieb von Anlagen ist auch nochmal ein eigenes spannendes Thema, ist Wasserstoff absolut eine wichtige und kann eine tragende Säule werden, für die Anlagen, die aus der EEG-Vergütung gefallen zum Beispiel. Aber das ist, ja, erstmal haben wir noch andere Hausaufgaben zu tun und auch vor allem darf auch nicht der Netzausbau darunter leiden. Also natürlich ist es gut, wenn wir hier so viel wie möglich Strom selber nutzen und selber veredeln, aber wir haben auch eine gewisse Versorgungsverantwortung aus Schleswig-Holstein. Wir waren schon immer Stromexporteur und sollten das auch bitte weiterhin tun. Wir waren es früher mit den Atomkraftwerken und Regionen wie Nordrhein-Westfalen und auch andere Teile Deutschlands sind einfach darauf angewiesen, aus anderen Teilen des Landes mitversorgt zu werden mit erneuerbarer Energie. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, wir machen hier eine Insel auf und nutzen alles selber und gucken zu, wie die anderen weiter Braunkohle verbrennen. Ja, richtig.
So wird das nicht funktionieren. Auch europaweit werden wir einen Ausgleich haben müssen, eben von Energiespitzengrad bei Erneuerbaren. Aber es führt mich zu einer ganz netten Erzählung gestern in der Debatte über das Erneuerbare Energiengesetz, wo ich, hatte ich erzählt, auch geredet habe gestern. Und da haben erstaunlicherweise der Herr Köppen von der CDU und der Herr Cotré von der AfD beide die gleiche Geschichte erzählt, also fast wortgleich. Das hat mich dann doch erstaunt. Und zwar haben sie erzählt, du ahnst wahrscheinlich, worauf es hinausläuft, sie haben gesagt, jetzt in der Corona-Krise haben wir ein Problem. Wir hatten schon immer Stunden, wo negative Strompreise waren. Das heißt, wo so viel Strom produziert wurde, dass wir quasi Geld zahlen mussten, damit das Ausland was abnimmt. Und ich meine, im Wirtschaftsausschuss haben wir auch darüber gesprochen, dass das Ausland mittlerweile genervt ist von Deutschland, weil sie den ganzen scheißdreckigen Strom gar nicht haben wollen in diesen Massen, wie der produziert wird. Und ihre Konsequenz daraus, und das war das Lustige, ist, dass sie gesagt haben, ja, und die Stromkunden sind nicht mehr bereit, diese riesigen Strompreise zu bezahlen, die dafür aufgewendet werden. Und deshalb müssen wir das Erneuerbare Energiengesetz und die Förderung der Erneuerbaren ganz streichen. Denn wenn die so fortschrittlich sind, dann können sie sich ja am Markt beweisen. Das haben beide erzählt. Das war echt so absurd. Ja. Was hältst du denn von dieser Erzählung? Ja, es ist halt die ewige Mehr irgendwie, dass die Erneuerbaren angeblich nicht marktreif sind oder sie nicht auf dem Markt bestehen können. Dabei sind es seit Jahrzehnten oder seit Jahren, es ist unsere Kernforderung, dass wir in einen fairen Markt rein wollen. Wir sind halt meilenweit davon entfernt, auf einen fairen Markt zu treffen, in dem die Erneuerbaren sich aufhalten können und auf Augenhöhe den Fossilen gegenübertreten können. Wir haben ja die Situation, dass Milliarden Subventionen in die konventionelle Energieversorgung fließt, die aber nicht auf der Stromrechnung auftauchen. Deswegen erzeugt bei den Verbrauchern immer dieses Bild, dass, oh, wir haben ja eine EEG-Umlage, also sind die Erneuerbaren teuer. Dass es halt schon auch seit Jahren von der FES Studien gibt, wie teuer eine konventionelle Umlage wäre. Also wie teuer wäre der Strompreis oder der Aufpreis, wenn alle externen Kosten der konventionellen Energieerzeugung eingepreist werden würden auf der Stromrechnung. Dann wäre der Strom... Aber Atomkraft kaum bezahlbar. Genau, wäre der pro Kilowattstunde wären das 10 Cent. Das sind also 10 Cent pro Kilowattstunde, die nicht auf der Rechnung auftauchen, die aber von der Gesellschaft, vom Staat quasi gezahlt werden, gegenüber 6 Cent EEG-Umlage. Also sprich, jede Kilowattstunde, die fossil oder konventionell verdrängt wird von einer EEG-Kilowattstunde, spart der Gesellschaft über 3 Cent. Und das ist die Geschichte, die erzählt werden muss. Und ich verstehe einfach beim besten Willen nicht, warum sie nicht erzählt wird. Weil es ist doch für alle Menschen doch nachvollziehbar oder alle wollen doch auch dasselbe, nämlich natürlich möglichst günstige Stromversorgung. Und die haben wir eine Energieversorgung. Wir können am günstigsten unsere Staat die Energieversorgung durch die Erneuerbaren im Vergleich zu den Fossilen. Und dass das halt nicht offensiver auch bei jeder Diskussion mantraartig wieder erklärt würde. Wir werden jetzt demnächst wieder die Strompreisdiskussion haben mit der EEG-Umlage, die jetzt natürlich steigen wird, weil der Strompreis in den Keller geht. So, da kann man sagen, oh Gott, die EEG-Umlage steigt, die Erneuerbaren sind ja schuld daran, dass der Strompreis steigt. Der Strompreis steigt natürlich nicht, weil die EEG-Umlage ja immer nur um so viel steigt, wie der Marktpreis an der Börse sinkt. Also werden netto wieder grob im Gleichen rauskommen. Aber diese Fokussierung darauf, immer zu gucken, die Erneuerbaren sind doch irgendwie teuer, Stichwort Strompreisbremse von Altmaier geprägt, hängt uns noch bis heute nach. Immer noch führen wir jedes Jahr, wenn die EEG-Umlage veröffentlicht wird, für das nächste Jahr, führen wir die gleiche Diskussion in der Öffentlichkeit, dass die Erneuerbaren gefühlt ja einfach viel zu teuer sind nach wie vor. Und das ist wirklich letztendlich sogar ermüdend, auch für die Branche, wo wir halt wissen, Leute, wir sind die, die es günstig machen. Wir sind die, die eine günstige Stromversorgung gesellschaftlich ermöglichen und nicht die konventionelle fossile oder atomare Energie. Ja. Da muss man vielleicht erwähnen, dass es ja einen Unterschied zwischen dem gibt, was quasi eingekauft wird von den Stromunternehmen, also an der Strombörse, dem Preis. Der ist ja jetzt gerade in der Corona-Krise auch nochmal kräftig gesunken. Genau. Und bei, zwischen dem Strompreis, den dann die Endverbraucherinnen bezahlen müssen. Und das Interessante ist, da gab es auch eine Studie zu, dass in den Zeiten, wo der Börsenstrompreis gestiegen ist, das relativ rasch auch an die Stromkunden weitergegeben worden ist, dass man sich aber dann
doch, wenn der Strompreis so deutlich wie jetzt gerade gesunken ist, dass man sich dann doch ein bisschen geziert hat, das dann an die Stromkunden unvermittelt auch weiterzugeben. Vielleicht liegt da auch ein Problem drin, würde ich fast vermuten. Und spannend in dem Kontext die andere Studie im letzten Jahr, die veröffentlicht worden ist, dass ich glaube, in den letzten 10 Jahren die Erneuerbaren, glaube ich, 40 Milliarden eingespart haben. Einfach durch Effizienzgewinne und das, wie du es auch eben beschrieben hast, weil sie eigentlich die günstigeren Energien sind. Nur, dass das nicht bei den Stromkunden angekommen ist, sondern teilweise beispielsweise in Ermäßigung reingegangen ist, da die für die Großindustrie, die nicht immer nachvollziehbar sind, sage ich mal. Also beispielsweise die Tagebaue in der Lausitz sind von der EEG-Umlage ausgenommen, wo man eigentlich nicht befürchten kann, dass sie ins Ausland abwandern. Ja, richtig. Also das ist halt ja wirklich das Komplexe daran, also das Problem ist, dass es noch ein komplexes System ist. Und diese Komplexität führt einfach dazu, dass es leicht ausnutzbar ist mit der vereinfachten Darstellungsform. Und das macht, muss man sagen, die konventionelle Energiewelt sehr erfolgreich nach wie vor, bis rein in die Politik, dass wir diese Selbstverständlichkeit nach wie vor nach draußen getragen wird, dass es ja die Erneuerbaren sind, die teuer sind. Und das ist von daher auch ärgerlich, und du hast es ja erwähnt, mit dem sinkenden Strompreis und der steigenden EEG-Umlage, weil wir jetzt natürlich in den nächsten Jahren, also gerade ab 2021, in die Situation kommen, wo die EEG-Umlage an sich, wenn es keine Corona-Krise gegeben hätte, gesunken wäre, weil natürlich etliche Anlagen, also allein in der Windenergie, fallen 4 Gigawatt aus der EEG-Vergütung am 01.01.2020. Das entlastet natürlich das Konto der EEG, das EEG-Konto immens, weil die neueren Anlagen natürlich alle wesentlich günstigere, geringere Vergütung kriegen als die alten Anlagen aus dem Jahr 2000. Und so würden wir jetzt eigentlich reinlaufen in die nächsten Jahre in eine Situation, wo immer mehr alte, teure Anlagen von Anfang 2000 aus dem System rausfallen, also aus dem EEG-Vergütungssystem, und dadurch die EEG-Umlage sinken würde. Und das wird jetzt leider wahrscheinlich konterkariert durch die Corona-Krise, die ja wahrscheinlich nicht Ende des Jahres vorbei sein wird. Ein Kommentar eben war, ihr redet hier über Windkraft und Energiewende und so, aber es gibt auch viel drängendere Probleme wie Hartz IV, Kinderarmut in der Gesellschaft und anderes. Und meinst du da irgendwie, Energiewende hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun oder sind das einfach zwei Themen? Hier das Umweltgedöns und auf der anderen Seite die soziale Gerechtigkeit. Naja, das ist ja die große Chance für die Gesellschaft, einer Energiewende eine Energieversorgung zu machen, die halt demokratisch ist, die halt eine Beteiligung ermöglicht, die dezentral ist. Wir haben ja eine Energiewelt gehabt in den letzten Jahrzehnten, die wie selbstverständlich das als gegeben anerkannt hat, dass es halt ein paar große Unternehmen gibt, die sich den gesamten Markt unter sich aufteilen und die gesamte Erlöse und die gesamten Umsatz und die Gewinne als Unternehmen wegverbucht und was auch immer mit diesem Geld passiert, aufs Offshore dann geht, irgendwie irgendwelche, ja, auf jeden Fall landet es nicht bei den Menschen vor Ort. Und das ist die Chance der Energiewende, sei es von der Solaranlagebetreiber oder von Windenergieanlagenbetreiber, die halt mehrere Kommanditisten, Hunderte, Tausende teilweise, damit sich zusammenführen und zu sagen, so, jetzt seid ihr Versorger, ihr seid jetzt Energieversorger und seid nicht mehr abhängig von irgendwelchen großen Konzernen. Und das ist die große Chance, eine große Gerechtigkeitschance, dass wir halt diesen massiven Wirtschaftszweig der Energieversorgung wegnehmen von einigen wenigen Unternehmen hin potenziell in die Hände von vielen Tausenden, Abertausenden von Bürgern, die sich dazu entschließen, okay, jetzt machen wir es selber. Und da muss man sagen, ist es in den letzten Jahren tatsächlich aber auch immer schwieriger geworden. Das war ja lange Zeit so auf dem aufsteigenden Ast immer weiter bis zum EEG 2017, wo einfach Regelungen geschaffen wurden durch das Ausschreibungssystem, diesen Bürgerwindparks, die wir ja alle lieben gelernt haben, die auch parteiübergreifend anerkannt das beste Akzeptanzmittel sind, nun aber eigentlich in einem Markt stoßen, in denen sie im Grunde keine Chance haben zu überstehen. Weil diese Investitionskosten, also man muss sich das ja vorstellen, dass die Bürger in einem Dorf nehmen ihr Erspartes und sagen, wir investieren das jetzt in die Erstellung eines Windrads. Und das war früher vor EEG 2017 möglich, weil sie wussten, okay, wir haben hier eine Fläche,
wenn wir eine Genehmigung bekommen, dann wissen wir, welche Vergütung wir bekommen. Wir wissen also von vornherein, was wir in den nächsten 20 Jahren kriegen. Das ist ein überschaubares Risiko. Das ist eine Situation, wo man sagt, okay, das traue ich mich als Kleinsparer oder als Akteur im Dorf, da ein Teil von zu sein. Und diese Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr, weil jetzt hat man die Situation, dass die Genehmigungskosten explodiert sind. Das geht in sechsstellige pro Anlage, die vorinvestiert werden müssen, hin auf den Weg zu einer Genehmigung mit dem Geld, wie gesagt, von Kleinsparern, wenn man von Bürgerinnenparks spricht. Und dann muss man mit dieser Genehmigung in eine Ausschreibung. Man weiß nicht, auf was für einen Markt man trifft. Wenn man anfängt, eine Genehmigung zu beantragen und sich die ganzen Unterlagen zu holen, vergehen heute inzwischen fast 3 Jahre, bis man diese Genehmigung hat. Was das für ein Markt ist, auf dem man dann in 3 Jahren spielt, weiß man nicht. Vielleicht ist es wie jetzt, wo ein Markt unterzeichnet ist, wo es halt relativ vernünftige Preise gibt. Aber vielleicht ist es dann auch schon wieder richtig losgegangen und der Ausschreibungspreis ist im Keller. Und dann hat man einen Bürgerinnenpark mit dem Geld von Kleinsparern und sagt, okay, wir treten hier jetzt an in einem Markt, der völlig überzeichnet ist, gegen großindustrielle Investoren, gegen Hedgefonds und so weiter, die ihr Geld irgendwo parken müssen, die gar keine Gewinnerzielungsabsicht haben am Ende, sondern einfach nur sagen, okay, wir wollen hier unser Geld parken für 20, 30 Jahre, wenn wir da irgendwie mit plus, minus 0 und 1% rauskommen, machen wir das. Und in diesem Markt werden jetzt Bürgerwindparks geschmissen und das wird immer schwieriger und es wird halt immer schwieriger werden, wenn da nicht schnell eine Lösung gefunden wird, die es halt diesen Bürgerparks und Unternehmen ermöglicht, in diesem Markt bestehen zu können. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir halt wirklich diese Chance vertan, eine dezentrale und demokratisch getragene Energieversorgung auf die Beine zu bringen, was halt möglich gewesen wäre im Zuge der Energiewende. Ja, das ist auch unsere ganz große Sorge. Also unsere große Sorge ist wirklich, dass jetzt die Energiewende darüber quasi an die großen vier wieder verscherbelt wird, die ja auch in Macht, mit Macht eigentlich reindrängen. Also RWE beispielsweise, ich weiß nicht, ob du es auch ab und zu hast, bei Twitter wird mir dann Werbung angezeigt, RWE, wir machen in einer Generation 100% Erneuerbare und so weiter und so fort. Die machen sich jetzt so ein sauberes Image, wollen sie da rüber kreieren und wir plädieren ja sehr dafür, die De Minimis-Regelung zumindest anzuwenden von der europäischen Ebene, die besagt, dass man halt kleine Bürgerwindparkprojekte, 18 MW ist, glaube ich, die Grenze momentan, von Ausschreibungen ausnimmt, weil eben genau die Gefahr, die du beschrieben hast, besteht. Und aus unserer Sicht muss eine Gesellschaft einfach eine Entscheidung treffen. Also will sie den absoluten Markt überspitzt gesagt und will sie das alte Energieregime wieder oder will sie eine Akzeptanz, eine demokratische Beteiligung fördern? Dann muss sie kommunale, genossenschaftliche Bürgerenergieprojekte fördern und die Entscheidung muss, glaube ich, getroffen werden. Da brauchen wir auch eine Menge an Druck neben den anderen Punkten, die wir schon besprochen haben. Ja, vollkommen richtig. Also sehen wir als Verband ganz genauso, weil ja das die einzige Möglichkeit ist, innerhalb dieses Regimes, dieses Ausschreibungsregimes, gibt es keine Zukunft für flächendeckende Bürgerenergieprojekte. Und deswegen muss zumindest halt diese De Minimis-Regel ermöglicht werden, dass Projekte bis zu 18 Megawatt außerhalb der Ausschreibung eine Chance bekommen. Ja. Denke ich auch. Ja, die Frage mit Armut, Hartz IV und Co., ich glaube, das hat nochmal eine andere Seite. Also wir begreifen uns ja als Linke, begreifen wir uns als internationalistische Partei auch. Und wir sehen eben, dass es auch ein enormes Ungleichgewicht gibt. Zum einen hast du die Industriestaaten des Nordens, die ihren Reichtum und ihren Wohlstand aufgebaut haben auf der Nutzung fossiler Energie. Und zum anderen hast du den globalen Süden, der am meisten zum einen vom Klimawandel darunter leidet, ja jetzt schon massiver als auch in Deutschland. Also in Deutschland hast du ja beschrieben Wasserknappheit, Dürren, Wasserstände und ähnliches. Aber im globalen Süden ist das ja nochmal, wie man bei uns sagt, ein anderer Schnack. Ja. Und deswegen begreifen wir es eben auch in diesem Kontext als Klimagerechtigkeit, dass man eben diesen Ausgleich auch schaffen muss. Und dass wir nicht weiter insgesamt auf Kosten des globalen Südens leben können letztlich. Und deshalb ist auch dieses Modell von Altmaier so abstrus, sozusagen das alte System dann nochmal neu zu übertragen. Sondern ich glaube, da müssen wir insgesamt, wenn wir es insgesamt schaffen wollen und nicht nur in Deutschland schaffen wollen mit der Energiewende
Und mit dem Klimaschutz, dann müssen wir, glaube ich, das auch international ankurbeln. Ja, unbedingt. Also es ist ja keine Frage, dass Industriestaaten wie Deutschland ihr Konto wirklich ja, vollständig ausgenutzt haben, wenn es um Verschmutzung geht. Und wir sind in einer Situation, wo Deutschland ja wirklich in der Situation ist, technologisch die Entscheidung zu treffen, okay, wir können uns auch relativ schnell von dieser Technologie verabschieden, die halt zur Folge hat, dass nicht wir vor allem darunter leiden oder Auswirkungen, sondern vor allem andere spätere Generationen und vor allem auch andere Teile der Welt, denen es generell wirtschaftlich schon schlechter geht. Und deswegen ist es diese moralische Verantwortung natürlich auch ein wichtiger Aspekt rund um die Energiewende. Natürlich geht es um Wirtschaft, aber ganze Klimadebatte kann man nicht führen, ohne sich zu gucken, die Frage zu stellen, was ist Verantwortung und welche Verantwortung trägt Deutschland, eine Zukunft zu gestalten auf der Erde, die halt ja, ein weltweites friedliches Zusammenleben ermöglicht, ohne Raubbau an der Natur und ja, ohne dass weite Teile des Südens Auswirkungen auszubaden haben aufgrund einer Lebensweise, die wir weiterführen, obwohl es gar nicht mehr nötig wäre. Ich meine, natürlich war es in den letzten Jahrhunderten, vor 50 Jahren, gab es mal keine erneuerbaren Energien. Natürlich war es mehr oder weniger damals alternativlos, auf Kohle zu setzen und diese CO2-Atmosphäre zu blasen. Aber heute haben wir die Technologie und das ist ja wiederum das Thema dann, das Thema Chancen, das ist auch keine Bürde, jetzt darüber zu gehen, sondern es ist auch allen klar und es ist auch weltweit klar durch die ganzen internationalen Verträge auch, dass das die Zukunft ist. Und diese Zukunftsversuchen auszubremsen als Industrieland und als Innovationsland ist halt wirklich nicht nachvollziehbar und ein Verpassen einer riesigen Chance und vor allem auch ein moralisches Vergehen späterer Generationen und gegenüber weltweiten Landesteilen oder Erdteilen, die halt ja, viel stärker darunter zu leiden haben an unserem Way of Life in den letzten Jahrhunderten, als wir es selber tun müssen. Ich war im letzten Jahr in Manila auf den Philippinen. Da war ich neben einem Experten aus den USA, einer der beiden Vertreter aus dem Norden bei einer Konferenz zur Klimagerechtigkeit, wo wirklich die Betroffenen zu Wort gekommen sind, was für mich das absolut Fantastische daran war, dass die endlich mal Gehör finden. Und da haben wir uns dann auch getroffen mit Vertreterinnen aus dem philippinischen Parlament. Da gibt es auch eine linke Partei, die ich sehr spannend finde, weil das eigentlich das Ideal für mich wäre, kann ich dir mal erzählen. Und zwar haben die da versammelt unterschiedliche Bewegungen. Die haben da die Klimabewegung versammelt, die haben die Frauenbewegung und Genderbewegung versammelt, die haben Vertreterinnen aus Gewerkschaften und Arbeiterbewegung da und alle so bunt zusammen. Also die haben alle noch ihre Eigenständigkeit, ja, aber sie sind gemeinsam angetreten als ein Wahlbündnis und ins Parlament auch reingekommen. So echt die ja, Buntheit der unterschiedlichen Ansätze. Das fand ich ganz fantastisch. Mhm. Naja, das wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Aber was ich daran spannend fand, ist, sie haben uns berichtet, dass Duterte, der Präsident auf den Philippinen, jetzt ankommt und zwei große Projekte hat. Erstes großes Projekt ist Müllverbrennung. Er will, weil China ja jetzt ausfällt, Müll aus Deutschland verbrennen. Und das zweite große Projekt ist Kohle. Also jetzt haben sie noch viele Diesel-Generatoren, machen da viel mit und er will aber jetzt auf Kohle dick umsteigen. Ja. Die Sachen werden dann aus Deutschland, kommt die Technologie von Siemens und ThyssenKrupp, ja, und verkauft wird das Ganze unter dem Begriff, den wir von Trump schon kennen, Clean Coal. Ja. We got clean coal in the Philippines. Ja. Und das ist der ganze Irrsinn, weißt du, bei uns bemühen wir uns, dass wir den Mist loswerden, ja, und auf den Philippinen kommen jetzt Siemens, ThyssenKrupp und bauen dann mit Duterte gemeinsam neue Kohlekraftwerke dahin. Und ja, dann wäre mein Anspruch zu sagen, ey, dafür gibt es keine Bürgschaften von der Bundesregierung, also diese sogenannten Hermes-Bürgschaften oder was auch immer. Keinerlei Subventionen, gar nichts dafür, sondern was wir stattdessen machen, was wir anbieten, ist ein Technologietransfer. Wir zeigen euch, gerade auf den Philippinen wäre das eine Möglichkeit, was ihr mit Sonne alles machen könnt. Ein paar Windräder gibt es da wohl schon, aber wir stocken auch da das Potenzial auf, weil Wind haben sie auch genug. Und ja, wir ermöglichen euch sozusagen
industriell da voranzukommen, aber nicht, indem ihr die gleichen Fehler macht, die wir gemacht haben, sondern indem ihr sozusagen schon einen Sprung macht. Das wäre mein Verständnis, was Klimagerechtigkeit da bedeuten müsste eigentlich. Absolut. Und ich meine, auch das zeigt ja generell, dass die Klimakrise ist sowieso ein globales Problem. Und das bedeutet, dass aber auch überall auf der Welt Lösungen gefunden werden müssen. Die Lösungen sind überall letztendlich die gleichen, nämlich erneuerbare Technologien. Und Deutschland könnte der Marktführer sein oder könnte es bleiben. Aber wir sehen, sowohl im Solarsektor, da haben wir es schon erlebt, dass die Branche im Grunde ja in der herstellenden Technologie schon an die Wand gefahren ist und so kaum noch existent ist. Und in der Windbranche sind wir auf dem besten Wege dahin, dass auch hier die Hersteller in größere Note kommen. Semyon haben wir jetzt schon erlebt, gibt es nicht mehr. Und man kann nur hoffen, dass die anderen Hersteller irgendwie diese Krise überstehen. Aber es werden sicher irgendjemand global wird es überstehen. Und man kann einfach nur hoffen und appellieren, dass halt Deutschland es schafft, ihre eigenen Hersteller in irgendeiner Form zu erhalten, indem sie einen Heimatmarkt schaffen, dass halt dieser Heimatmarkt wenigstens wieder hochläuft und damit Deutschland halt Innovationsstandort bleiben kann, um diese Technologie auch zu exportieren. Weil je mehr Forschung und Innovation in die Technologie gesteckt wird, desto günstiger ist dann auch die Erzeugungsart. Deswegen wachsen die Anlagen ja. Sie werden ja immer größer, weil sie immer effizienter werden und einfach unglaublich viel Energie erzeugen inzwischen. Und je effizienter sie sind, desto günstiger ist es ja pro Kilowattstunde. Und das ermöglicht es dann irgendwann halt auch global gesehen, Länder diese Technologie zu nutzen, ohne dass sie sagen, Gott, ist die teuer, sondern merken, wow, ist die günstig. Brauche ich mir jetzt einen Dieselgenerator hier hin, einen riesigen, um meine Stadt zu befeuern, oder reicht hier vielleicht auch ein Windrad? Und das ist halt die große Chance und auch die Verantwortung der Bundesregierung, die deutschen Hersteller zu schützen, um halt diese Innovationskraft zu erhalten, damit dann halt dieser exportiert werden kann. Ja, es wäre eine Menge möglich. Meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter signalisieren mir gerade, dass wir nur noch vier Minuten haben. Demzufolge würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Wir sehen, wir müssen jeder an seinem Platz weiter Druck machen, damit sich was bewegt, weil ohne Druck wird sich diese Bundesregierung, wird sich die Politik da nicht bewegen, sondern damit sich was zum Positiven verändert, brauchen wir die Bewegung, brauchen wir im Parlament, auf der Straße, wir brauchen die Alternativen und Modelle, und ich glaube, das machen wir jeder in seinem Ort weiter. Und insofern danke ich dir, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch, unterhaltsames Gespräch mit dir, hat mir echt Spaß gemacht. Wenn du mir noch eine letzte Frage erlaubst, ein bisschen persönlicher, und zwar, Hast du gerade irgendwas, was du unseren Gästen empfehlen kannst? Eine besondere Serie oder ein besonderes Buch, was man jetzt gerade lesen müsste? Vielleicht auch zum Thema, weiß ich nicht. Das können wir nachher auch in die Kommentare einstellen. Ach, ich wünschte, ich würde mal zum Lesen kommen. Ich habe schon erwähnt, ich bin gerade Vater geworden letztes Jahr. Ein Teil meiner Freizeit vollends zum Erliegen gekommen quasi, abgesehen Freizeit zumindest. Und sonst... Also, ich sage, wenn ich es mal schaffe, irgendwas zu gucken, gucke ich aktuell tatsächlich die wunderbare Jordan-Dokumentation, die ich sehr empfehlen kann, die unterhaltsam ist. Michael Jordan. Ah, okay, Basketball. Oder? Weiß nicht, man muss auch ein bisschen Grundbegeisterung, schätze ich mal, für den Sport. Aber es ist eine tolle Dokumentation, ein bisschen Nostalgie in die 90er Jahre, in denen Basketball ja so richtig groß wurde durch Michael Jordan und seine Erfolge. Ja. Kann ich jetzt als leichte Kost sehr gut empfehlen. Ja, interessant. Können wir in die Kommentare ja nachher mal reinpacken. In dem Sinne danke ich dir. Wir bleiben in Kontakt und im Austausch. Freue ich mich drüber. Jetzt kann ich dir erstmal noch ein schönes Wochenende wünschen und einen schönen Abend. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.